Testen und Freiheiten genießen, das ist wohl bald Geschichte in Tübingen. Die beschlossene Bundesnotbremse bedeutet das Aus für das Modellprojekt. Ab voraussichtlich Samstag macht hier alles wieder dicht. Die Enttäuschung ist groß. Wir sind wissenschaftlich begleitet. Wir beleuchten das alles von hinten bis vorne. Und ich glaube, es wäre nicht schlecht gewesen, auch um den Bürgern zu vermitteln, dass man auch eine Perspektive sucht für die Zukunft, dieses Projekt jetzt weiterlaufen zu lassen. Doch es gibt keine Ausnahmen. Mit starken Bauchschmerzen, aber ohne Einspruch hatten zuvor die Länder das Gesetz gebilligt. Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Für mein Land gelange ich zu der Kurzbewertung unnötig, aber ich füge hinzu, auch unschädlich. Vor allem damit jetzt unvermeidbar die Zügel anzuziehen. Zwar gelten die Verschärfungen immer erst, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der kritischen Marke liegt, aber zumindest heute sind fast alle Landkreise über 100. Demnach müssten die umstrittenen Ausgangssperren ab 22 Uhr und die strikteren Kontaktbeschränkungen in Kraft treten. In diesen Landkreisen mit einer Inzidenz über 150 wäre nur noch Click and Collect möglich. Hier bei einer Inzidenz von über 165 müssten die Schulen zusätzlich zurück in den Digitalunterricht. Doch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat bereits angekündigt, auszuscheren und in ihrem Bundesland Schulen wie bisher ab einer Inzidenz von 150 zu schließen. Andere Länderchefs plagen ganz praktische Fragen. Es gibt Schulstädte, die sind von 3, 4 Kreisen umgeben. Da kommen die Schüler von allen Seiten mit völlig unterschiedlichen Inzidenzen. Erste spannende Frage, welche gilt eigentlich? Da, wo die Schule ist oder wo die Schüler herkommen? Chaos scheint da vorprogrammiert. Die ersten Klagen gegen das Gesetz sind unterdessen schon beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht worden.